Auf der linken Seite seht ihr jetzt die neuen Bimax-Gardinen und auf der rechten Seite sind es die alten Bimax-Gardinen. Hallihallo Freunde, heute kommt echt was Cooles und zwar habe ich schon sehr gespannt auf dieses Paket gewartet. Dieses Paket kommt nämlich von Bimax. Ihr wisst ja, dass ich komplett ausgestattet bin mit Bimax-Vorhängen. Allerdings kommen jetzt neue Gardinen raus und die darf mitunter ich für euch testen und zeigt euch mal, was sich verändert hat und ob sich überhaupt so viel verändert hat. Und am Ende des Videos verlose ich noch mein altes Gardinen-Set, also wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Don't want to mislead, this is all you need, be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real, more than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love. So, was ist jetzt so anders an den Gardinen, beziehungsweise was soll so anders sein? Und zwar sind die Gardinen doppelt genäht, das heißt, ihr habt noch blickdichtere Gardinen. Meine seitlichen Scheiben sind ja getönt, deshalb werde ich euch das jetzt an der Heckscheibe mal zeigen. Die ist ja nicht getönt, was das für einen Unterschied macht zu den Original-Bimax und zu den neueren Bimax-Gardinen. Erstmal kann ich euch auf jeden Fall mitgeben, dass die Gardinen sich wesentlich hochwertiger anfühlen. Dadurch, dass sie anscheinend doppelt genäht sind, fühlen sie sich wesentlich fester an. Und was das in der Blickdichtigkeit bringt, das sehen wir uns jetzt. Vorhänge sind getauscht und wir gucken uns das Resultat an. Ich habe jetzt die ersten zwei Gardinen schon mal montiert und da ist direkt was aufgefallen und ich habe auch Bimax direkt kontaktiert. Falls jemand schon die alten Bimax Gardinen hat und sich dafür entscheidet, jetzt doch die neuen zu kaufen bzw. sich anzuschaffen, dann ist es so, normalerweise könnt ihr die Vorhänge einfach umziehen. Das heißt, ihr müsst die Schienen nicht abbauen, sondern könnt die alten Vorhänge einfach rausziehen aus den Schienen und die neuen einfädeln. Allerdings gibt es eine ganz alte Charge von Schienen, die habe ich zum Beispiel auch gehabt. Die ist einfach schmaler als die neuen Schienen und somit bekommt ihr die neuen Vorhänge da nicht rein. Allerdings kann ich euch jetzt aus Erfahrung etwas sagen. Dieses Rausziehen und Einfädeln der neuen Gardinen dauert viel, viel länger, als wenn ihr einfach jetzt einmal die drei Schrauben oder wie viele auch immer ihr da drin habt, rausschraubt und die neuen Schienen wieder befestigt. Mir ist gerade mal aufgefallen, warum kann ich das aus Erfahrung sagen? Weil bei meiner Heckscheibe hinten waren die Schienen nämlich breit genug und da habe ich den Vorhang einfach nur umgezogen. Das war wesentlich aufwendiger. Jetzt geht's wieder zurück. Aber wie gesagt, falls ihr vielleicht nicht so gut an die Schienen rankommt, um die abzuschrauben, weil sie wie bei mir hinter der Verkleidung sind oder ähnliches, könnt ihr auch die Vorhänge einfach ausziehen und die neuen einfädeln. Das nur zur Info. Und für euch schreibe ich jetzt hier ganz kurz nochmal die alte und die neue Breite der Schienen rein, damit ihr das bei euch kontrollieren könnt. Und jetzt tauschen wir bei mir die restlichen Gardinen. Wie ihr wisst, habe ich auch die schönen großen Fenster hier oben im Hochdach und auch die sind mit Bimax-Gardinen ausgestattet. Und weil diese Fenster hier oben nicht foliert sind, also nicht nochmal täuschen, werde ich euch hier jetzt nochmal den Unterschied kurz zeigen zwischen neu und alt. Ich bringe eine Seite neu an und die eine Seite bleibt alt und dann werden wir uns mal anschauen, auch extra mit extremem Gegenlicht, damit ihr einfach mal sehen könnt, wo liegt jetzt der Unterschied und wie stark ist der Unterschied. Kleine Information am Rande, ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link gepackt, das ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich kriege eine kleine Provision ab. Falls ihr euch für die Gardinen entscheidet, würde ich mich freuen, dass ihr unten in die Videobeschreibung guckt und da diesen Link einfach verwendet, falls ihr euch für die Gardinen entscheidet. Leider kann ich das Ganze nicht so 100% umsetzen, wie ich wollte, weil auch hier hatte ich die alten Schienen, was ich euch schon im Video erklärt hatte. Und die Haken sind hier wesentlich kleiner bei den alten Gardinen und bei den neuen viel, viel größer. Das heißt, ich kann sie nicht in eine Schiene ziehen. Trotzdem werde ich jetzt versuchen, euch zu zeigen, wie der Unterschied der beiden Gardinen aussieht. Ich glaube, man braucht da gar nicht viel zu sagen. Ihr seht es selber. Auf der linken Seite seht ihr jetzt die neuen Bimax-Gardinen und auf der rechten Seite sind es die alten Bimax-Gardinen. Beide sind nicht unter Spannung oder irgendwas, sondern sie sind vergleichbar gespannt und somit auch ein ziemlich gutes Vergleichsbild, denke ich mal. Die Sonne kommt nach wie vor volle Kante von hier und so kann man den Unterschied, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen. Und so könnt ihr euch auch vorstellen, was jetzt an den neuen Bimax-Gardinen wirklich besser ist. Aber zum Fazit kommen wir gleich noch. Even when you're low, you can let me know.
Jetzt kommen wir zum endgültigen Fazit der Bimax-Gardinen. Ich würde ganz klar sagen, definitiv ein Muss. Auch für diejenigen, die schon Bimax-Gardinen haben, würde ich es definitiv empfehlen. Falls ihr so wie ich verdunkelte Scheiben habt, könnt ihr auch noch die alten drin lassen. Das ist dann eure eigene Entscheidung. Ihr habt es ja bei mir gesehen, wie es ist, wenn die Scheiben nicht verdunkelt sind. Dann würde ich sogar empfehlen zu tauschen, zumindest wenn man das Geld über hat, sag ich mal. Also ich würde definitiv eine Empfehlung aussprechen und auch sagen, dass sie sich wirklich weiterentwickelt haben. Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, ich habe jetzt meine alten Gardinen über. Wer das Geld nicht hat und Bock auf diese alten Gardinen hat, der macht einfach bei der Verlosung mal mit. Ihr schreibt unten ein nettes Kommentar rein, warum ihr die gebrauchen könnt oder was ihr für ein Fahrzeug habt. Wichtig ist, die sind nur für den VW T4 kurzer Radstand und da könnt ihr die verbauen, weil im langen Radstand zum Beispiel passen sie nicht mehr. Ich suche mir per Zufallsprinzip dann einfach einen Kommentar aus, der die Gardinen dann zugeschickt bekommen hat. Ihr habt 2 Wochen für das Ganze Zeit. Im nächsten Video werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben oder mit einem netten Kommentar unten in der Kommentarsektion. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, ob ihr euch vielleicht dafür entscheidet, die Gardinen überhaupt zu kaufen oder vielleicht sogar einen Tausch vorzunehmen, weil ihr sagt, die Gardinen haben euch noch nicht gereicht, sie waren euch noch nicht dunkel genug. Und ein definitiv guter Nebeneffekt ist ja auch, dass wenn ihr innen drin Licht anhabt, dass es auch nicht so sehr nach außen scheint. Ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also haut rein!